Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Da oben sind... Hier sind Feen, glaube ich. Ich glaube, hier sind Feen. Ja! Wir brauchen wieder drei Stück, ne? Eieiei, ey. Kommt mal zu mir. Kommt her, danke. Eins. Zwei. Kommt schon. Tut mir den Gefallen. Danke. Drei. Und die will ich bitte so für mich haben. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt hier hochgehen und wieder runterkommen, damit wir uns wieder vollfüllen können. Und wir können die große Truhe öffnen. Und da ist dann unser dritter Anzug drin. Also. Ja. Dann noch weniger Schaden kriegen von all diesen Kackteilen. Oh, gut, endlich kein nerviges Herzpiepen mehr, dass wir zu wenig Herzen haben. Oh, herrlich. Schönes Geräusch. Schönes Nicht-Geräusch. Und zack! Die rote Rüstung, sie schützt sich noch besser als die blaue. Sieht dafür aber auch ein bisschen blöder aus. Ich finde, blau sah cooler aus. Die Mütze jetzt sieht cooler aus, aber vorher war das Blau cooler. Ich weiß nicht, ich bin, na gut, liegt vielleicht daran auch, dass ich Blau lieber mag als Rot, allgemein so, als Farbe, aber egal. Zack. Zack. Okay. So, den muss man bewegen. Dann öffnet sich da eine Tür, genau. Aua. Dieses Kackviech, ne? Geh weg. Nein, ich häng fest. Okay. Konnten wir das hier auch noch bewegen? Nee. Okay, weg hier. Zack, da lang. Oh, schön. Das hier ist nervig. So. Und, nein. Nach da ziehen. Nach da ziehen. Runterschieben. Und noch dort hinten. Leck mich. Und... Ach nee, wir mussten die alle besiegen, oder? Musste ich die besiegen? So, aua. Aua. Ich kann's nicht. Ich kann einfach kein Zelda spielen. Jedenfalls nicht diesen Teil. Ich weiß nicht warum. Geht das nicht? Okay, Moment. Dann müssen wir... das Teil... einmal bitte da einsperren. Okay, ich hätte es vielleicht auch nochmal... ja, ich hätte es auch noch mal ein bisschen weiter nach hier ziehen sollen, damit ich da noch lang gehen kann. Und bitte bewegen. Danke. Ah, okay. Ach, Mensch. Kann ich die nicht auch so mittlerweile angreifen? Nein, kann ich nicht. So auch nicht. Zack, aua. Okay, wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir sind gleich durch mit diesem Palast. Zum Glück. So. Oder musste ich unten lang? Ich weiß es nicht mehr. Ja, musste ich. Heya. Hallo. Zack. Komm mal her. Oh, verdammt. Komm mal nicht her. Okay, Moment. Ich will dich doch noch bitte besiegen. Danke. Wäre dieser Dings nicht gewesen, wäre dieser Knopf da nicht gewesen, dann hätte ich es geschafft, da durchzurennen. Aber okay, dann halt nicht. Aber ich habe es im Gefühl, eigentlich fehlt noch irgendwas, oder? Irgendwas müssen wir noch machen hier. Sowas wie die anderen beiden Bosse besiegen. Aber okay. Besiegt. Kann ich jetzt mal... danke, treffen. Ah. Ich hasse dieses Spiel gerade. Ich hasse dieses Spiel gerade. Es ist so anspruchsvoll. Okay.
Okay. Ah, ja, ja. Guck mal hier kurz. Okay. Nichts Wichtiges. Och, noch zwei von diesen Viechern. Besiegt. Aua. Besiegt, okay. Und besiegt. Schnell hier durch. Ha. Noch mehr, ist okay. Eieieiei. Wow, ich wurde nicht getroffen. Das wundert mich gerade sehr. Aber okay. Eieiei, haha. Aua. Mann. Ich will doch nur... Danke. Oh. Geh weg. Okay, und Boss Nummer 2. Und natürlich ist hier noch ein bisschen das Schwert wird noch ein bisschen erschwert. Durch diesen Laserspucker. Immerhin habe ich 2 getroffen, okay. Ich bin begeistert. Okay, der erste ist besiegt. Aua. Ist der echt in mir gespawnt? Mann, diese Laserfuck für deine Mutter. Oh. Man hat da auch keine Chance, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde, man hat da keine Chance. Aber gut, aber gut. Wir haben ja wieder 4 Feen. Ist ja okay. Ist ja okay. Werden wir schon irgendwie überleben, schätze ich. Oh Gott. Immerhin. Ein Herzchen. Zack und... Nein! Zu spät. Okay. Ja, ich will das Herzchen haben. Danke. Dieser Schild ist einfach viel größer als wir. Und hi. Ah, Herzchen. Wow. Okay, ich sollte vielleicht echt nicht mit Steuerknüppel spielen, aber irgendwie... Ja, hat sich erledigt. Wir sind eh bald durch mit dem Game. Okay, das ist auch besiegt. Schön. Der ist auch besiegt. Herzchen! Nicht verloren. Ich wurde nicht getroffen. Alter, wow, was? Krass. Hi, ihr komischen Viecher. Wow. Ihr habt mich erschrocken. Ich dachte, da kommt wieder irgendwas, kommt irgendwas anderes, aber nicht sowas. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Zack. Natürlich! Okay. Moment. Da will ich einmal noch kurz das hier freimachen. Und hier nochmal alles hochheben, damit wir das gleich nicht machen müssen. Ha! Ich wurde nicht getroffen, okay. Ich bin begeistert. Oder ich bin nicht runtergefallen. Passt besser mit. Ich bin begeistert. So. Zack. Zack. Und schnell durch. Danke. Puh. Oh Leute, das sind ja Laseraugen. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Hallo, 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 hallo. Ha. Okay. Oh nee. Zack. Zack. Nein! Okay. Erst rechts anfangen. Erst rechts anfangen. Zack. 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 Okay. Huh. Weg. Huh, Leute, die können über Stacheln laufen. Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Ich will diese Items hier drin trotzdem noch haben. Danke. Wie oft will dieses Dings noch kommen, dieses Geräusch? Huh. Ha. Okay. Okay. Bombe legen. Okay. Komm mal her, genau. Ja, jetzt verschwinde wieder, genau. Perfekt. Wow. Ich wurde wieder nicht getroffen. Ich bin begeistert von mir. Heiliger. Oh, ai, au, ai. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Das war doof. Okay. Und durch. Okay, und hier kommt noch der dritte Boss. Okay, hier ist der dritte. Ja, die 3 Bosse aus den ersten Dungeons kommen hier. Jetzt alle. Ich weiß nicht, wo wir hinfallen, wenn wir hier runterfallen werden.
Ich will's auch nicht. Wow. Ich will's auch nicht ausprobieren, wollte ich sagen. Aber wow. Das war. Wow. Schnell besiegt. Lol. Auch nicht schlecht. So, und hier will ich jetzt bitte. Oh Gott. Den besiegen. Nein, oder auch nicht. Okay. Einfach hier durch. Renn. Okay, oder auch nicht. Okay, Hilfe. Ich. Hier lang. Und zum Boss. Hallo Arganem, na, wie geht's dir? Holala, mein Respekt, dass du es bis hier geschafft hast. Okay, oh, ich freue mich, dich wiederzusehen, denn ein drittes Mal wird es nicht geben. Ja, er hat sich jetzt geteilt in mehrere. Was? Ich hab doch getroffen. Was? Hab ich nicht getroffen? Zack, zack, zack. Yeah. Okay, das Stone ist der echte. Batz, batz. Schade. Ich versuche ihn gerade ein paar Mal öfter zu treffen. Also öfter mit einem Dings zu treffen. Aua. Ich meine, mit mehreren Lasern zu treffen. So. Zack. Ja, hat funktioniert sogar. Nice. Den Schaden habe ich extra kassiert. Damit ich hier. Zack. Schade. Perfekt. Habt ihr diesen Skillschuss gesehen? Nice. Okay, es war fast skillig, aber. Oh, Ganon hatte von Arganem. Oh. Okay, das erklärt einiges. Sind wir eigentlich ganz oben auf dem Turm? Ich glaube schon, oder? Ja, sonst könnten wir jetzt die Flöte nicht benutzen und der Vogel könnte uns nicht abholen. Okay, wir sind ganz oben gewesen. Und ja. Da fliegt Ganon. Und ratet mal, was passiert. Was? Und wir kommen jetzt hier an. Aber wir können gegen Ganon noch nichts ausrichten, Leute. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir jetzt zu unserem Haus. So gesehen, zu unserem Haus. Zu unserem Haus in der Dark World. Denn dort gibt es jetzt was Feines, was wir uns holen können. Und ja, ich hoffe, Pfeile und so sind komplett. Ich will jetzt nicht nochmal hinrennen. Obwohl, doch, das macht Sinn. Wir rennen dann nochmal hin. Nein, machen wir nicht. Oder machen wir es? Nein, wir machen es nicht. Wir gucken mal. Eigentlich dürfte es hier oben ja Feen geben, oder? Dort drunter? Hier drin dürfte es Feen geben. Genau. Feen sind wir noch, haben wir noch voll, genau, genau. Deswegen holen wir uns jetzt hier mit ein paar Feen. Oder füllen uns unsere Herzen dadurch wieder auf, genau. Schöne Sache. Gut. Und jetzt müssen wir hier hin. Denn es gibt hier eine super coole Bombe. Vielen Dank, leg diese Bombe mit A ab, wo immer du willst, ja. Eine super tolle Bombe. Ich glaube, wenn wir runterspringen, bleibt sie dann hier oben? Probier's mal hier aus. Ja, tut sie. Und da oben lief dann gerade ein Counter, wann sie aufhört. Oder wann sie explodiert. Und wir brauchen diese Bombe. Das ist das Problem. Yeah, tschung. Zack, zack, zack. Geh weg. Ich glaube, wenn wir getroffen werden, ist sie auch weg? Nee, doch nicht. Okay, gut. Okay, gut, doch nicht. Zack und zack. Ich wollte eigentlich gar nicht hier hochgehen, aber okay. Ich wollte ihn eigentlich noch besiegen. Naja, egal. Gut. Aua. Okay, wir brauchen noch ein Herz, danke. Wir sind wieder volle Herzen. Oder haben wieder volle Herzen. Schöne Sache. Und ja, ihr seht ja hier diesen Riss in dieser Wand. Das Ding ist, wir können keine Bombe legen. Wieso können wir keine.
Wir können keine Bombe legen, okay. Ja, das geht auch nicht mit einer normalen Bombe auf. Wir müssen diese Bombe hier platzieren. Und warten. Batz. Dadurch konnten wir das hier aufsprengen und hier ist eine wunderschöne Fee. Und wir werfen unseren Bogen rein. Oh Gott! Ja, den habe ich geworfen. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit, das muss belohnt werden. Nimm diese Silberpfeile. Du wirst sie brauchen, um Gennen zu bezwingen. Wie ich aussehe? Ich weiß, früher war ich wirklich schön, aber heute... Gennen hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Okay. Wir haben die Silberpfeile, Leute. Damit können wir Gennen den Rest geben. Aber das ist noch nicht alles. Wir können noch ein bisschen was reinwerfen. Ich werfe etwas. Bumerang bringt nichts. Enterhaken auch nicht. Bomben glaube ich auch nicht. Die Medaillon ist auch nicht. Die Lampe. Bringt die Lampe was? Ich weiß es nicht. Das Schwert können wir noch reinwerfen, Leute. Und was wir jetzt bekommen. Ja, das habe ich reingeworfen. Wenigstens bist du ehrlich. Dafür kriegst du was Besseres. Was? Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spüre die Macht dieser Klinge. Wir haben ein goldenes Schwert jetzt, Leute. Ja, wir haben jetzt wirklich komplett alles. Komplett. Glaube ich. Oder könnten wir noch unsere Rüstung reinwerfen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Aber ich glaube, wenn wir unsere Rüstung reinwerfen, dann werden unsere Herzen aufgefüllt. Wenn wir eine leere Flasche reinwerfen würden, dann... würden wir rotes Elixier, glaube ich, bekommen. Ja. Wir werfen unsere Rüstung rein, ich weiß nicht. Wir haben die Rüstung dort reingeworfen, warum haben wir sie noch an? Das macht keinen Sinn. Aber okay. Ja, habe ich. Ich gebe es zurück, wirf ihn aber kein zweites Mal. Ja, okay, gut. Wir kriegen dadurch nichts Neues. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge von The Legend of Zelda. Da ist übrigens, wenn man da hingeht, in der GBA-Version, dann ist da der Palast der Vier. Wenn man zum Beispiel, auf der GBA-Version hat man ja noch Four Swords oder Four Swords Adventure, ich weiß nicht genau, eins von beidem. Und wenn man das gespielt hat, glaube ich, dann kann man da durch. Kann man da rein und dann wird man auch durchgelassen für, weiß ich nicht was. Und dann kann man da noch einen extra Palast machen irgendwie, weiß ich nicht. Gut, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.